So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Hof Bergmann Projekt. Ja, ich habe mal angerufen. Die Reinigungsfirma für den Schweinestall ist auf dem Weg. Die haben gerade Zeit. Und dann habe ich gesagt, dann geht's los. Ich glaube, das wird aber nicht preiswert. Das wird absolut nicht preiswert. Das werden wir sehen, was uns das hier kostet. Ja. Ich habe darum gebeten, es einfach so zu behandeln, Status unklar und einfach säubern, dass die Tiere da keine Probleme haben. Es war wohl so eine Summe wie 15.000 Euro im Raum. Ich weiß nicht, ob das zu viel ist oder ob das angemessen ist oder ob das vielleicht zu übertrieben ist. Ich möchte auf alle Fälle keine Schweinepest oder irgendwelche Klauenseuchen hier haben. Und diesbezüglich ist es vielleicht lieber etwas mehr Vorsicht walten lassen, als dass wir dann das Nachsehen haben. So, ich würde sagen, hier. Schauen einfach mal hier nach dem Rechten und fahren mal hier rein. Und ich glaube, als erstes holen wir mal den Ballen raus. Der liegt, glaube ich, etwas ungünstig. So, sehr schön. Ja. Ja, ansonsten geht es ja hier mit großen Schritten voran. Ihr seht es. Auch die Maschine müsste man wahrscheinlich reinigen lassen. Beim Schweinestall ist natürlich vorne die Maschine schon mit drin. Ja, das ganze System vorne, die schauen sich auch diesen Tank an. Der müsste leer sein. Vielleicht war das, wie gesagt, im ganzen Paket gemeint. Am Ende werden wir sehen, was es kostet. Ich denke mir, es wird nicht zu viel sein in Bezug auf Sicherheit der Tiere, Sicherheit dieses Bauernhofes. Für eine lange und zuverlässige Existenz muss man eben auch mal vielleicht etwas investieren. Und dann sollte man da nicht knausrig sein. Ja. Oder vielleicht an der falschen Stelle sparen, nennen wir es mal so. Ja. Okay. Ja, unsere Kompost-Silos, der eine ist ja nun auch schon wieder voll. Ja, ihr habt es ja gesehen. Und der zweite ist sich so langsam am Füllen, nennen wir es mal so. Ja. Und mit dem Radlader geht das natürlich hier bedeutend schneller. Das ist natürlich auch ein sehr netter Vorteil. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. So, ich glaube, 2.000-3.000 Liter passen noch rein. Schauen wir mal. Ja, knapp 2. Okay. Ich mache das mal ein bisschen höher und dann wissen wir, wo die Position war, wo er wieder halten muss. Sehr gut. Den schieben wir mal ein Stück hier vor. So. Und dann drehen wir rum hier. Jawohl. Sehr gut. Ja, und dann fahren wir das wieder rüber. Dann ist er ja so gut wie drin fertig. Dann müssen wir nur noch ein bisschen Stroh und dieses Holz, was da noch rumliegt, rausnehmen. Dann wäre der auch fertig zum Reinigen. Wenn der auch so viel kostet, dann weiß ich bloß noch nicht, wo wir es hernehmen. Dann kommen ja noch die Tiere. Naja, wir werden sehen. Irgendwo wird es schon passen. Und da machen wir eine runde Geschichte draus, ne? Auf alle Fälle hat sich ja sehr gut entwickelt, das ganze Projekt hier. Wir sind doch erfolgreich. Wir haben zwar bis jetzt noch nichts an Tilgung hingelegt, wir haben nur Zinsen gezahlt, aber dafür haben wir unseren Fuhrpark erweitert. Und das nicht ohne, sage ich mal. Und das ist natürlich auch eine Wertsteigerung, die ja nicht schlecht ist, ja. Wenn der Hof mehr wert ist. Natürlich kommen die ganzen Kosten, die wir haben, die kommen ja auch in die Wertsteigerung mit rein, ne? Die Ställe sind wieder benutzbar, die Tiere, die sich vermehren, etc. 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 Ja, das darf man alles nicht vergessen. Das zählt alles in die Wertsteigerung mit rein. Auch die Produkte, die wir vom Feld holen, ja. Gut, die haben wir ja zum Teil verkauft, zum Teil behalten. Aber unterm Strich ist das natürlich trotzdem ein Wert oder eine Wertsteigerung, die uns zugute kommt. Ne? Wir haben zwar nichts getilgt, aber der Hof ist heute schon bedeutend mehr wert, als wie wir ihn gekauft haben. Und dann hat sich das Ganze doch, glaube ich, gelohnt, würde ich sagen. Ja.
Ja, mir die Ballen, das habe ich mir überlegt. Wir werden die nicht zu Kompost umwandeln, denn ich weiß nicht, dann bleiben wir auf dem Kompost vielleicht liegen. Deswegen, ich werde mir dort eine Labor suchen, die das mal Proben, Stichproben nehmen von jedem Ballen und den einfach mal überprüfen, ob der irgendwie belastet ist. Und dann werden wir die hier vielleicht mit einem kleinen 20% Rabatt vom Marktwert an die umliegenden Bauern verkaufen. Mit diesem Zertifikat, dass die in Ordnung sind, geprüft sind. Ja, kostet uns im Endeffekt natürlich wieder um die 180 Euro pro Ballen, Pi mal Daumen jetzt. 20% Rabatt und 50 Euro ungefähr ist so ein Testwert für so einen Ballen. Da hatte ich mich schon mal vorinformiert, aber das ist es mir auf alle Fälle wert, als wenn wir hier damit dann wieder, ich sag mal, nicht zu viel Arbeit haben, aber eben Arbeit, die wir uns vielleicht sparen können, wenn wir da vielleicht auch so irgendwie um die Runde kommen, ne? So. Ja, hier hinten haben wir auch noch Ballen, ne? Dann haben wir hier hinten noch Silage, wie es ausschaut. Also es ist schon noch zu tun. Und auf der anderen Seite haben wir noch jede Menge Mist. Was wir natürlich hätten auch machen können, wir hätten einen Düngerauftrag nach dem anderen annehmen können und diesen Mist loszuwerden. Das wäre in der Realität wohl sinnvoller gewesen und auch realistischer, weil ich glaube nicht, dass uns jemand für Kompost so viel Geld zahlt. Ihr braucht ja bloß mal in den Baumarkt gehen oder in den ins Blumengeschäft hier, ihr wisst schon hier, sowas wie Dena oder so. Da wisst ihr genau, was die euch oder was ihr bezahlt für, sag ich mal, 2 Kilo Blumenerde oder so. Ja, also da sind wir, glaube ich, hier doch gut bezahlt, mehr oder weniger. Ja, gut. So viel erstmal dazu. Da sind wir schon wieder voll. Sehr gut. Und ja, wie gesagt, dann steht die Säuberung dieses Stalls noch an. Dann steht an noch die Milchtanks und die Milchverarbeitung. Dann müssen wir vielleicht nochmal das Gülle-System hier drüben überprüfen lassen, aber momentan ist es nicht so wirklich relevant, weil unsere anderen Systeme ja funktionieren und eigene Tanks haben. Ja. Natürlich zählt auch durch, hier den Gülletank mit durchzuspülen, dass da nichts in den Rohren steckt. Ne? Deswegen ist es natürlich dann nicht nur das Reinigen, sondern natürlich auch die Fassade machen, also sprich absprühen, die Tanks überprüfen, die Schweinefuttermischanlage überprüfen, das Gülle-System, dass die Abflüsse funktionieren. Das wird alles gespült und ich glaube, dann ist das auch nicht zu viel, diese 15.000 Euro. In der Realität habe ich keine Ahnung, was sowas kostet, aber ich glaube, es ist eine angenehme Summe, wo man sagen kann, da kommt man vielleicht damit hin. Ja. Ich sage mal, in so einem Fall ist es ja dann nicht der Arbeitskraft, die so viel Geld kostet, sondern eher die teure Technik, ich sag mal Tankwagen mit Pumpen und Drucksystem und etc. etc. Und auch nicht die Chemikalien, die da fürs Sprühen wahrscheinlich verwendet werden, wie auch immer. Ja. Aber ich denke, wenn wir das so handhaben, dann ist das auch eine nette Geschichte vielleicht. Ja. So. Ja, wunderbar. Und da sind wir zurück wieder mal. Und da kann der Radlader uns vollladen. Viel ist es ja nicht mehr hier zumindest von der Seite. Wir werden jetzt nochmal drüben ein bisschen Mist holen auf der anderen Seite. Damit, weil wenn wir hier, wir können ja nichts mischen, wir können jetzt keine Silage oder so reintun, die wir da drüben liegen haben. Was natürlich jetzt Sinn machen würde, aber das, wie gesagt, lässt sich ja leider in den Trailern nicht mischen. Oder was heißt leider?
Ist ja irgendwo auch gut, vielleicht so. Ich schiebe das mal ein bisschen hier zusammen. Und dann schauen wir mal, wie wir das dann irgendwie irgendwann beheben. So, ich fahre nochmal hier ein bisschen rein, dass wir den Anschluss hier sauber haben. Und habe es ausgeklappt, dass wir mehr Arbeitsfläche haben. Und dann schiebt man das einfach mal hier. Und dann ist es schon erledigt. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht, weil wir uns breiter gemacht haben, als wir sind, aber wenn wir das bisschen abpassen, passt das schon. Ja. Und das nächste Mal können wir dann, wie gesagt, die ganzen Ballen wieder ordnen. Wir können den restlichen Mist machen, hier für den Schweinestall. Und ja. Also als nächstes wird dann, wie gesagt, werde ich ein Labor beauftragen, dass die hier Proben nehmen. Dass die Ballen vorne alle geprüft sind, die wir dann vorne stehen haben. Und diesbezüglich können wir dann sie nämlich auch schon auf die Internetseite setzen. Und da vielleicht schon verkaufen einen Teil. Na, da kommt ja auch wieder Geld rein. Ist ja alles so dann eine schicke Sache. Ja. Jetzt hängt der Ballen hier wieder fest. Dann ist das so. Ja, und ich sag mal, 650 ist so ein Ballen wert, Pi mal Daumen. 20% Abzug sind wir bei 520. Na, abzüglich der Kosten, weil es halt geprüft werden muss, das sind ungefähr 50 Euro, stehen wir dann irgendwo bei 470 Reingewinn. Ja. Und ich sag mal, wenn man hier so, keine Ahnung wie viel, aber es sieht nach fast 100 Ballen aus, unterschiedlichster Art. Rechnet es euch hoch, da sind das mal so schöne 47.000 Euro. Ich glaube, da können wir uns wieder was kaufen. Jetzt habe ich natürlich hier gekleckert. Ja, das ist eben, wenn die Ballen hier sich mit in die Gabel so schön reinarbeiten, was sie eigentlich nicht sollen. Dann ist das so. Ja, heben wir den Traktor an. Kannst du mal bitte... Ja. Weißt du was? Dann machen wir das eben anders. Heieiei. So, machen wir das noch schnell. Gelle. Und dann werden wir die alle da vorne hin stapeln und wenn dann mal einer was haben will, dann kann er sich das vorne abholen oder er bestellt es bei uns im Internet und wir würden vielleicht sogar das ausliefern. Ne? Das wäre, glaube ich, eine ganz schicke Sache. Ich wäre auch bereit, wenn sich ein Großhändler findet und die alle in Ordnung sind, dass wir das dann in einem Paket verkaufen. Dann kommt er einmal mit einem großen LKW und einem Stapler vorbei, lädt sich das auf und gibt mir 450, sage ich mal, dann ist das auch gut. Oder vielleicht 400. Da müssen wir einfach mal schauen und flexibel sein ein bisschen. Ja. Was weg ist, ist weg. Der Hof ist sauber. Und von dem Geld können wir vielleicht ein paar schöne Tiere kaufen. Da hätten wir dann genug da. Ja. So. Dann schütten wir hier den bisschen noch vorne rein. Und den Rest machen wir dann erstmal hier drin sauber. Und dann ist das alles in Ordnung. So, ja, ein guter Tausender war es noch. Sehr schick. Nehmen wir das hier mit, jawohl. Und ich sehe gerade, wir haben gar keine Rundumleuchte an. Arbeitssicherheit. Ja, wir sind ja sowieso alleine, was soll's, ne? Aber egal. Okay, dann stelle ich den hier hin. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir könnten das Tor schon mal öffnen. Kriegt man das hin? Ne, das kriegt man nicht hin. Müssen wir vielleicht von der anderen Seite machen. Schauen wir mal, ich weiß jetzt nicht, ob wir stark genug sind, den Ballen wegzuschieben. Machen wir dann gleich von der anderen Seite.
Gut. Dann würde ich sagen, ich fahre die Portion rüber. Wir kümmern uns dann um die Ballen, die hier rumliegen, dass wir die schön vorgestapelt bekommen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und auf bald. Ciao, ciao.